Ben, grüß dich, mein Lieber. Hallo Sebastian. Wir sind live, du weißt das. Und ich freue mich, dich wieder begrüßen Ja, zu dann auch dürfen. Hallo an die Leute. Genau, ja, hau mal ein paar Ja, ich freue Grüße mich auch. raus. Ja, hallo an die Community. Und ich freue mich auf das Gespräch. Genau, Weiß gar und nicht, wann war das im Dezember oder wann war ja, das so erste vor Gespräch? über einem Monat. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, Ich habe mal auch offen, aber ja. YouTube zeigt nicht die genauen Daten immer an. Da steht es da, warte mal, vor einem Monat gestreamt. Also es wird irgendwann Dezember gewesen sein. Ja, Ja, irgendwie so war das, ja, stimmt, genau. ja. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Ja, also ähnlich wie damals. Ja, beschreib das doch mal. Mein Beschreib Leben doch ist mal, noch wer du sehr bist, ähnlich. warum du hier gelandet bist, was haben wir im letzten Stream besprochen? Ja, genau. Letzten Stream haben wir besprochen, also habe ich so ein bisschen angefangen zu erzählen, über meine Drogenkarriere, was ich alles so genommen habe, was ich alles so erlebt habe. Und da, das war so ungefähr so die Jahre, also so irgendwie 2012 bis 2016 hatten wir da damals gesprochen. Und da habe ich dann im ersten Stream, hat die Geschichte dann damit auch, dass ich 2016 auf einem Festival war in Tschechien, Ja, richtig, richtig. und dann da eine Ja. Vergiftung hatte, beziehungsweise einen Krampfanfall und da im Krankenhaus gelandet bin, ne? So, LSD-Nahtoderfahrung hieß der und Stream ja auch. genau, die LSD-NATO-Erfahrung war das, ne? Das war ein ziemlich krasses Erlebnis. Genau, und da hatten wir aufgehört und ja, meine Karriere ging dann ja noch weiter, ne? Also das ging dann noch Aber weiter wir haben ja zusammen. vorhin Und besprochen, dass wir ja vielleicht erstmal auf die Kommentare eingehen wollen, die darunter kamen, weil da gab es auch ja, einiges zu gerne. LSD. Ja, du hast dich da schon mal ein bisschen, ja, belesen. Welche Kommentare, Ja. auf welchen würdest du denn antworten wollen? Wollen wir die, Ja, ja, also alle. da hat jemand gefragt, was denn mit meinem Trip-Partner passiert ist. Genau, Nico Na? Atze 801. Ja, und da hatte ich ja erzählt, dass ich auf dem Festival, da habe ich ja mit meinem Trip-Partner, wir haben jeder eine Pappe genommen. Und das war ja so, dass da auf dem Festival freitags die Eröffnungsshow gespielt wurde und vor der Eröffnungsshow haben wir jeder eine von den Pappen genommen. Und die Eröffnungsshow angeschaut gehabt und er ist dann weggegangen, er musste kurz auf Klo, ne? Und danach hatte ich diesen Krampfanfall, diesen Absturz, ne? Und bin im Krankenhaus gelandet. Und ich habe ihn dann ja, Entschuldigung, ich habe ihn das ganze Wochenende. ja, ich erinnere mich, das war Ja. ja, mir fällt es wieder ein, das war ja so ein Dorfkrankenhaus. Ja, das war in Tschechien so ein Ja. Dorfkrankenhaus. Das sah überhaupt nicht aus wie ein Krankenhaus. Das war aus wie so ein Hinterhof. Ne? Und Ja. da bin ich dann gelandet. Ne? Ja. Und ich hatte ja mit meinem Trip-Partner, ich wusste ja nicht, was mit ihm passiert ist. Und ich habe auch das ganze Wochenende nicht von ihm gehört. Ne? Und ich war ja dann im Krankenhaus und danach bin ich nach Prag, habe ich mir ein Hotelzimmer genommen da mit meinen Freunden. Und da haben wir dann irgendwie noch eine Nacht oder 2 Nächte in Prag verbracht und dann bin ich wieder nach Hause geflogen. Ich hatte ja einen Flug gebucht, ne? Ja. Und dann bin ich vom Flughafen nach Hause und habe dann das erste Mal mit meinem Trip-Partner da telefoniert, ne? Ja. Das war Und gefragt, sozusagen. was bei ihm so abging. Buddy? Okay. Ist klar. Eine von diesen Pappen, Ja. der hatte diese Erfahrung gemacht in seinem Zelt. Also der ist dann nach der Eröffnungsshow, ihm ging es irgendwie ein bisschen schlecht, er hat das gemerkt und dann ist er weggegangen auf Klo und dann hat er gemerkt, dass es ihm noch schlechter geht und dann ist er alleine zurück zum Zelt gegangen, in das Camp sozusagen, wo die anderen waren halt alle nicht da, sondern er ist dann alleine zurückgegangen. Und er hatte dann da diese Nahtoderfahrung alleine, ne? Und das bei ihm ging das ganze Wochenende. Also er hat dann auch nicht geschlafen, ne? Also, das weiß ich noch, dann habe ich mit ihm. Ben? Ben, deine Verbindung ist etwas schlecht, wenn du mich hörst. Wenn du mich hörst.
Okay, meine Lieben, Life is Life. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Krieg mal hin. Es liegt aber an Bens Verbindung. Liegt an Bens Verbindung, muss ich so sagen. Ich habe hier schnellste Internet ever. Ja, Verbindung ist ein bisschen schlecht, mein Lieber. Aber okay. Und jetzt? Ja, Hörst du mich? jetzt ist besser, ja. Ja, ich habe jetzt Okay, mobiles Internet. Wir haben genau. das Wi-Fi ausgemacht. Toni hat gefragt, können wir ja gleich mal zwischenhaken. Weißt du noch, was für Ja. eine Pappe das war? Nee, das weiß ich nicht mehr. Also welches Muster da drauf war, ne? Ja. Nee, das weiß ich leider nicht mehr. Ich kann mich aber daran erinnern, dass nachdem man die genommen hat, dass da dass da irgendwie so ein saures Gefühl im Magen, ne? Also so ein, Also ja. massiv Acid. Also Acid halt, ja. Säure. Genau. Ja, ja, und wir, die hatten wir ja von jemandem, der war auch da im Camp, wo wir waren. Und das war auch jemand aus der Stadt, wo wir immer feiern gehen, ne? Und wir haben den irgendwann mal später, irgendwie ein Jahr später oder so, auf einer Party wieder getroffen, der uns die Pappen wieder gegeben hat, ne? Und der wusste davon gar nichts. Der hatte gar keine Ahnung, dass er zwei Pappen weitergegeben hat und wir dann so eine Horrorerfahrung damit gemacht haben. Der hatte keine Ahnung, was da passiert ist, so richtig. Irre. Der Ja, hat und euch das, der war schon völlig on und hat euch das gegeben und konnte sich an diese ganzen Stunden und Tage gar nicht mehr erinnern. nee. Ja. Ja, also der hat das nicht mit Absicht Mir gemacht, schon ne? klar. Möchte ich damit sagen, ne? Also, Verstehe ich, ne, ja. es gibt ja auch welche, die sozusagen irgendwie schlechte Sachen irgendwie mit Absicht irgendwie weitergeben oder so, aber der hatte scheinbar keine Ahnung, was für eine Pappen er da hatte, ne? Ja, und genau, das war ja 2016 und das war ein, ja, das war schon ein heftiges Erlebnis, so, ne? Und ja, also dann. Ja, also das war so auch so eine kleine Krise für mich, ne, so dass was passiert ist, ne, dann Also wusste du ich würdest noch schon nicht. sagen, dieser LSD-Trip war schon irgendwo ein kleines Trauma. Ja, genau. Und dann hatte ich für mich auch beschlossen, dass das so mit diesen psychedelischen auch ausprobieren, dass ich das jetzt nicht mehr mache, habe ich für mich Ja, beschlossen. das ist, ich sag mal, so ein krasser Horrortrip kann einen so eine halluzinogene Geschichte eigentlich für immer versauen. Ja, Genau. weil du gehst ja schon mit diesem Setting da rein, dass du hoffst, und das sollte man ja nicht machen, ja, dass du hoffst, es passiert nichts, weil wenn du mit diesem Setting so LSD oder Pilze dir reinschiebst, wird es natürlich schwierig. Ja, und ich hatte ja schon viel ausprobiert, ne? Also ich kannte schon viele Sachen und ja, von daher habe ich das dann auch erstmal abgehakt, ne? Und da hatte der ja gesagt, irgendwie, dass das so eine 2CB-Pappe sein soll, aber es gibt gar keine 2CB-Pappen. Das hat Und ich jemand muss noch im dazu Kommentar sagen, geschrieben, ja. ja, aber Nee, nee, das war. jemand hat geschrieben, die Pappe könnte mit DOB oder DOM gewesen sein. Wird Ja, gelegentlich als das. 2CB verkauft, ja. Ja, kann gut sein, ja. Also ich hatte auch schon mal 2 CB genommen, das fand ich sehr angenehm, ne? Muss man aufpassen. Das wird meistens als Pillen verkauft. Das kannte ich vorher auch schon, dass das Pillen sind. Das sind meistens kleinere Ecstasy-Pillen, weil der Wirkstoff, da braucht man nur ganz wenig von. Also das hatte ich auch schon, das fand ich sehr angenehm. Und ja, war mir klar, dass das keine 2CB-Pappen sind, aber irgendwie hatte ich die dann damals doch genommen und das hat dann diesen Horrortrip ausgelöst da. Ja, und auf jeden Fall, ja, das hat dann in mir ja, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich dann irgendwie auch Kontakt dann mit anderen Leuten hatte. So, dann hat es irgendwie so angefangen, dass ich dann irgendwie so Kontakt gesucht habe. Ja, mit Leuten, die Koks ziehen, ne? Genau, Koks war ja auch So, ein Riesenthema, ja. ja, ich kannte das so, also ich hatte so 2016 und so, hatte ich mir keinen eigenen Koks gekauft, oder hat auch nicht so viel Drogen gekauft, da habe ich irgendwie mal Gras gekauft und dann halt immer auf den Partys habe ich was genommen, ne?
So, und danach hat es dann so angefangen, dass ich mir dann halt auch mal ein bisschen Koks gekauft habe und mich dann da so, und dann habe ich halt auch so mit Koks dann abgehangen und dann habe ich da so Koks und Alkohol war dann so ein Thema, ne? Und das hat sich dann so langsam eingeschlichen, ne? Also erst war das dann nur so, ja, so, ja, mal am Wochenende eine Session, ne? So, und dann so im Monat, Geht schnell, dass es sich ja, in den so Alltag integriert. zwei Sessions oder so, ne? Und das waren halt auch so richtige Vollpatienten, mit denen ich dann da Ja. gezogen habe. Die waren halt schon jahrelang drauf und ich kannte das noch gar nicht, was für eine Ausmaße das annehmen kann, wenn man dann anfängt zu ziehen, ne? Total. Also ich So. finde, durch so eine härtere Gangart wie Koks kommst du halt auch in ein ganz anderes Milieu rein. Ja. Ja, und das war dann auch halt so 2017 bis 2019, sage ich mal, die Zeit, da hatte ich dann halt auch so gespartes Geld mir auszahlen lassen. Oh, okay. Und Das ist schon mal davon schlecht. habe ich, ja, davon habe ich, ich habe davon was zur Seite gepackt gehabt, ne? Also so ein Drittel davon hatte ich davon zur Seite gepackt, aber dann ist noch gut was übergeblieben. Und davon habe ich mir dann halt so Kleidung gekauft und halt so ein Party-Lifestyle. Gepflegt, aber dann halt anders, ne? Also ich bin nicht mehr mit der Gruppe, wo ich so auf Partys raven gegangen bin, habe ich mich nicht mehr so getroffen, sondern das war dann mehr so, dass ich Leute zu mir nach Hause eingeladen habe zum Ziehen und halt auch Kontakt gesucht habe mit Leuten, die in meiner Nähe sind, also unmittelbar da, wo ich wohne, ne? So, und nicht dann in eine Stadt gefahren, um da zu feiern, sondern dann halt so da, so nach dem Feierabend, so mit Leuten, die unmittelbar in der Nähe sind, dann so angefangen zu trinken und dann sowas zu ziehen und so, ne? Weil es einfach gemütlicher war. Ja, genau, es war Ja. gemütlich. Und dann habe ich irgendwann halt auch angefangen, so halt mir ein bisschen was hinzulegen und dann so auch was abzugeben, ne? For free. Nicht for free. Ah, okay. Aber Ja, du, weißt du, so ja. weißt du, dass man so für seine Kollegen immer was da hat, ne? Ja. Okay, also es war So, eine und das war, Steigerung letztendlich. ja, und das war dann halt so immer so Party, ne? Also so, ne? Also dann hat sich das so eingeschlichen, dass das halt so alltäglich wurde, ne? Naja, man hat einen Lifestyle gelebt, den man eigentlich gar nicht hat. Ja, der ja nur temporär ist und wo man versucht halt hier auf dicke Hose zu machen. Ja, genau. Ja, es ist ja ein Traum. Also man lebt da, ich meine, du hast die Kohle dafür nicht gehabt, ja, also vielleicht temporär, aber das ist ja nun kein Dauerzustand, weil das ist ja irgendwann mal zu Ende. Ja. Und das kann schon sehr trügerisch sein, finde ich, so ein Lifestyle. Also ja, ich meine, man fühlt sich halt ein bisschen wie so in Kolumbien dann auf so einer Hacienda, aber man ist es nicht. Ne. Okay. Ja, so. Ja, und dann, also dann hat sich das so eingeschlichen, ne? Dann habe ich halt öfters gezogen, ne? Und dann hatte ich halt auch öfters Kontakt mit Leuten, die auch ziehen, ne? Und das kannte ich ja gar nicht, ne? Dass Leute, die haben ja dann gibt es ja Leute, die stehen ja morgens auf und dann haben die Bock, ne? Ja, die. Ja, übel. So, ne? Und dann, ja, die machen das dann auch den Tag über, ne? So, ich hatte das meistens nicht so gemacht. Ich hatte es nicht über den Tag über so gezogen, aber ich kannte welche, die immer so sich jeden Tag was reingezogen haben, so über den Tag so morgens aufgestanden, irgendwie ein bisschen was gefrühstückt und dann gab es schon die erste Line, ne? So, solche Leute kannte ich, ne? Bei mir war das meistens eher so, dass ich erstmal zur Arbeit gegangen bin und dann nach der Arbeit ging es dann los, ne? So, und ich habe halt auch Arbeitskollegen, die das auch gemacht haben, Nee, aber warte ne? mal. Und Also du bist auf Arbeit gegangen, lobenswert, ja. dann kommst du Nachmittag nach Hause und fängst dir Ja. an, Koks reinzuballern, dann pennst du doch die Ja. Nacht nicht. Wie geht's am Genau. nächsten Tag wieder auf Arbeit? Ja, so, ja. Wie eine Gestern Leiche. weniger geschlafen, ja, weniger geschlafen. Ja. Aber ich habe währenddessen bin ich auch noch ins Sportstudio gegangen, so. Also es war schon doller Konsum, aber ich habe auch noch ein bisschen Sport gemacht und ich hab auch nachts geschlafen, ne? Also war aber mal so, mal oft war das dienstags und donnerstags wurde was gezogen, ne? Das war ganz oft so. Also sozusagen, dass ich unter der Arbeitswoche dann an Dienstag und Donnerstag gezogen habe. Das war ganz oft so. Habe ich mir also auch so vorgenommen, ne? Also
Man sagt so Drogendonnerstag, ne? Oder Drogendienstag oder so. Richtig, ja, das ist so ein bisschen auch ins Und Lächerliche gezogen und naja, so, man ne? banalisiert natürlich das alles, ja. Man Ja. verbindet das mit einem Fun-Charakter, weiß ja eigentlich, weiß man ja, dass es totaler Ja. Bullshit ist. Ja, und das fand ich halt auch witzig, ne? So, also ne, immer dieses Gelaber, ne? Ich weiß nicht, das kennst du ja auch von Koksern, wie die dann labern und so, ne? Naja, also es Man ist labert halt, so alles voll. Das ist schon Bullshit. witzig auch. Ist Ja, auch es witzig ist witzig, irgendwo. aber letztendlich kann man sich am nächsten Morgen eh nicht dran erinnern, was man alles gelabert hat. Nee. Es ist eigentlich nur ein Zeitvertreib. Also Koks, Ja, ich ja. finde, auf Koks verliert man immens schnell die Kontrolle und die Beherrschung. Und bei mir war es früher so, ich meine, ich habe dann auch ganz schnell angefangen, alleine halt zu ziehen. Weil ich irgendwann Ja. überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig war, sondern weil ich für mich alleine die Lines wegziehen wollte und das war ja völlig krank. Ja. Also gab es bei dir auch diese Steigerung, dass man dann eigentlich gar keinen Bock mehr so auf Gesellschaft hatte? Ja, diese Steigerung gab es. Also es war dann, ja, es war dann so, ja, so 2017 bis 2020 ungefähr. Ja, da habe ich dann viel gezogen und alles, ne, und auch mit Leuten zusammen. Und dann kam ja 2019, Ende 2019, hatte ich ja diesen Vorfall mit dem Führerschein, ne, wurde ich ja angehalten. Genau. Und Die Bauerndemo. ja, und dann kam 6 Monate später ungefähr, das war dann, glaube ich, im April oder ein paar Monate, ja, so im April 2020 musste ich den dann abgeben und dann kam ja die Corona-Zeit. Ja. Und das war ja, das hat ja so viel verändert gehabt, ne? Was hat's bei dir Da, verändert? ja, das, also, das war, ja, bei mir auf der Arbeit war halt volle Corona-Maßnahmen und alles, ne? Und ich weiß das noch, ne, dass kaum Leute haben sich getroffen, ne? Und ich habe natürlich mit den Leuten sympathisiert in meinem Umfeld, die das alles nicht so streng genommen haben und sich trotzdem mit mir getroffen haben und dann weitergesoffen haben und so, ne? So, und ja, da hat sich dann, als Corona angefangen hat, dann konnte ich nicht mehr zum Sport gehen und auch sonst so meine Hobbys nicht so richtig ausüben. Und ja, dann war es halt irgendwie nur noch Saufen, irgendwie so, ne? Viel, viel Saufen und dann dazu auch ziehen, ne? Und alleine, Was aber auch. heißt viel, viel saufen? Geh mal ins Detail. Würde mich mal interessieren. Also mich würde mal interessieren, wenn du so einen Drogendonnerstag hattest, das Ja. würde ich ja so als eine Coke-Session bezeichnen. Wie viel hast du da weggezogen und wie viel hast du gesoffen? Dazu. Also wenn Kollegen, wenn ich mich mit Kollegen getroffen habe, so und wir dann was geholt haben, so dann war es meistens ein Kasten Bier und ein Gramm, ne? So, und ich für mich alleine, wenn ich mir dann selber was geholt habe dann trinken wollte, dann habe ich dann meistens ein halbes geholt und einen Sixer. Wenn man So, das, und wenn man das das von, ja. hat sich dann aber auch gesteigert. Also es gab dann auch so eine Session, wo ich dann halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, freitags habe ich einen Kasten Bier gekauft und der war dann Sonntag auch leer und den habe ich dann eigentlich alleine ausgetrunken, ne? Und währenddessen habe ich auch gezogen. Also, wenn man das von heute mal so betrachtet und sich da so sieht, ja, Ja. ist schon armselig, oder? Ja, ist schon armselig, ja, und man weiß auch nicht. Also gar nicht so als Wertung. Also ich sehe da einfach nur einen einsamen Menschen, der sich halt mit Alk Ja. zuschüttet und die Kokslines zieht, in der Bude sitzt und ja, eigentlich passiert ja gar nichts. Ja, ich war halt auch mit der Corona-Zeit, mit den Corona-Maßnahmen und so. Ich habe das alles sehr, sehr kritisch gesehen, ne? So, ich Warum? war. Warum denkst du, weil du einfach dein altes Leben wieder zurückhaben wolltest, den alten Lifestyle? War das der Grund? Ja, mich hat das gestört, dass so viele Geschäfte, Fitnessstudio, alles geschlossen hatte und dass man mit der Maske rumlaufen muss und alles, ne? Mich hat das gestört. Also ich frage das jetzt, weil es war jetzt, sage ich mal, gar keine so politische Dimension, sondern du hast dich einfach persönlich getriggert gefühlt, dass das nicht mehr so fluffig läuft wie vorher. Ja, ja. Okay. Ja, und auf der Arbeit war das dann auch irgendwie stressig, so, weil dann ist da immer ein Vorgesetzter rumgelaufen, hat darauf geachtet, dass man Maske trägt und so, ne? Also so, und das fand Hat ich genervt, unangenehm, ey. hat genervt, Hat ja. genervt, ja. Ja.
Ja, und das war also Also war halt könnte wirklich man so sagen, Entschuldigung, Vereinsamung. genau, dass Ja. diese Lockdown, ich sage, es ging ja, also, könnt ihr ja mal so sagen, es sind ja die Lockdown-Aktivitäten, die da passiert sind, haben dich irgendwo isoliert und mehr an den Konsum getrieben. Ja, haben ja definitiv, ja. Geht, glaube ich, Ja, vielen so. ja. Ging, Das glaube war ich, bei vielen so. vielen so. Ich kenne ganz viele, weil die haben sich auch nach der Corona-Phase viele geoutet, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Sido auch, ne? Sido war doch irgendwie, der hatte doch auch dieses Thema, dass er Okay. während der Corona-Phase so heftig konsumiert hat und danach erstmal in die Klinik musste. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann während der Corona-Phase, das waren ja 3 Jahre, ne? Krass, hat man schon wieder Weil völlig vergessen, oder? das waren 3 Jahre, das ist Ja. richtig heftig, ne? Ja. So, und ja, währenddessen ich habe viel Alkohol getrunken und dann, ich konnte ja nicht mehr ins Fitnessstudio gehen die erste Zeit. Und dadurch, dass ich dann halt mehrere Monate oder ein Jahr nicht hingegangen bin, hatte ich dann auch diesen Trainingsflow nicht mehr, weißt du? Es, So, und ja. den habe ich bis heute nicht mehr wieder. Das, was nachhaltig zerstört worden. Ja, In also so, ne? So, also. Struktur meine ich, weißt du? In der Ja. Tagesstruktur. Ja. Ja. Also ich wiege jetzt auch inzwischen, also ich wiege jetzt inzwischen auch 10 Kilo mehr. Also man sieht es nicht unbedingt, aber ich wiege 10 Kilo mehr. Okay. Also ich bin auch wieder im Fitnessstudio, ich gehe da auch hin, aber weniger, ne? Also ich gehe vielleicht dreimal im Monat, gehe ich trainieren. Ich habe mal Zeiten, wo ich dann dreimal die Woche war, ne? Okay, Ja. also Koks gesteigert, Alk gesteigert, wie ging es denn weiter? Ja, dann während der, ich weiß nicht, 2021 war Corona-Phase, 2000, da ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass ich halt richtig viel sauf und richtig viel ziehe, ne? Und dann hat mich das mit den Maßnahmen genervt. Und ich habe auch viel gesoffen, da habe ich mich krank schreiben lassen, ne? Und dann ist uns natürlich auch aufgefallen, dass ich so viel krank bin, ne? Und ja, dann habe ich halt mit meiner Ärztin auch drüber gesprochen. Dann meinte sie, ja, ich soll mich mal beraten lassen da vom sozialpsychiatrischen Dienst. Okay. Und ja, dann habe ich mich mit einem getroffen, ne? Der ist dann auch zu mir nach Hause gekommen. Ja, so ein, wie heißt das? Sozialarbeiten Sie hier so ein, wie heißt Sozialpädagoge. ein Sozialpädagoge. Ja. Genau, so mit dem habe ich mich getroffen, haben wir darüber gesprochen. Ja. Und ja, der hat mir dann halt auch so Sachen erzählt, die ich gar nicht wusste, die mir gar nicht bewusst waren. Und das Also hat hat ihr dann, was gebracht? ja, das hat mir schon was gebracht. Ich Ja. fand ihn auch echt in Ordnung so. Also der hat zwar selber, ich habe ihn gefragt, der hat zwar selber keine Drogenerfahrung gemacht, Muss man ne? ja auch nicht haben, So. finde ich. Muss man nicht haben, um Ja. darüber zu sprechen. So, Es geht ja um Lebensführung, um Lebensrichtung, weißt ja. So, mit dem habe ich mich darüber unterhalten und ja, der hat mir halt auch so Sachen erzählt, so, ne? Das war mir gar nicht bewusst, so, ne? Also das besonders von zu hohem Alkoholkonsum kann man auch ja, so eine Atemdepression bekommen oder beziehungsweise es gibt so Fälle, da haben welche zu viel gesoffen, die legen sich hin und die wachen nicht mehr auf, ne? Einfach Alkoholvergiftung. Ja, und dann habe ich irgendwie auch so eine Geschichte gehört von einem Paar, wo der Ehemann sich abends hingelegt hat und dann ist die Frau morgens aufgewacht und der lag da tot neben ihr, ne? Also die Atmung hat ausgesetzt durch zu hohen Alkoholkonsum. Und ja, das hat mich dann schon ein bisschen beschäftigt, so, das war mir gar nicht so klar irgendwie. So, und dann habe ich auch weniger gemacht, ne? Also dann habe ich nicht mehr so die Kontrolle verloren beim Saufen und beim Ziehen, so finde ich. Habe ich den Konsum noch weiter ein bisschen reduziert. Aber so ganz kann ich es immer noch nicht sein lassen. Also ich habe zwar weniger dann konsumiert, nachdem ich mich beraten lassen habe, aber es war immer noch da, ne? Also dann, ja, genau. Und das ist ja bis heute noch so, ne? Dass ich ab und zu mir was hole, dann trinke ich was und dann ziehe ich was. Ja, das ist so fest verankert irgendwie Mit so. was Ne? für Ist einer halt so ein Regel? Zeitvertreib, Langeweile geworden, ne? Naja, klar, ja. Es ist, man muss sich ja wirklich fragen, was gibt mir das eigentlich? Ja, das ist so eine, er hatte auch jemand kommentiert,
in dem ersten Video, dass der Konsum ja irgendwo eine Funktion hat, ne? Ja, genau. Oder Ja. die Sucht eine Funktion hat, ne? Und bei Genau. mir ist das Liebe Frieden so. hat geschrieben, jede Droge, die zur Sucht wird, hat eine Funktion. Ja, und ja, das ist bei mir auf jeden Fall so, ja, so ein Zeitvertreib. Ich mag das auch tatsächlich, den Alkohol zu trinken. Also ich, Also über und Alkohol haben wir gar nicht so geredet, aber Alkohol kommt in diesem Stream jetzt ziemlich oft vor, schon sehr präsent. ja, ich Ja. ziehe und trinke Alkohol dazu, ja. Ja. Also nur ziehen wäre jetzt gar nicht dein Ding. Es muss Alkohol dazu getrunken werden. Ja, es ist die Mischung, ja. Ja. Wie oft findet das noch statt im Monat, würdest du sagen? Fünfmal. Oh, okay. Also Ja, also es mindestens war einmal die inzwischen. Woche. Ja, also das kann sein, so, dann schafft man es 3 Wochen nicht. 3 Wochen nimmt man sich das vor und dann kommt wieder eine Woche, wo man dann richtig Gas gibt, ne? Und eigentlich Und findest du es scheiße. Eigentlich willst du es gar nicht mehr, oder? ja, und das ist ja das, ja, genau so, und das habe ich ja versucht, mir auf lange Sicht so vorzunehmen, ne? Weil ich halt auch mit meiner Ärztin gesprochen habe und sie meinte, das ist ein langer Weg, ne? Und meinte, okay, das ist ein langer Weg. Habe ich natürlich versucht zu reduzieren. Ich habe auch reduziert, ne? Also also zweimal im Monat oder ja, so manchmal so viermal im Monat, ne? Aber dann manchmal habe ich dann wirklich 3 oder 4 Wochen gar nichts und dann kam eine Woche, wo ich dann wieder mehrmals in der Woche was gezogen habe, ne? So, ja, und ich kenne, in meinem Umfeld sind halt auch viele Leute, wo ich weiß, die ziehen was, ne? Warum meinst du, ziehen die? Warum ziehst du? Warum ziehen die? Was ist da passiert? Ja, halt auch wegen der Wirkung, wegen den Gesprächen auch, ne? Also, es hat ja eine Wirkung, wenn du was ziehst und wenn du was trinkst, ne? Es hat so eine enthemmende Wirkung, dass man da so ins Gespräch kommt, ins Labern reinkommt, ne? Ja, und auch, ja, das ist so ein Punkt, das Labern, das mit Leuten treffen und dann halt auch was konsumieren. Zum Beispiel mag ich das auch mal ganz gerne, da Musik zu hören, ne? So, dann in dem Rausch Musik zu hören. Ja, dann, ich hab mir halt zum Beispiel auch mal was geholt, dann habe ich mir was geholt und ein Sixer Bier und dann habe ich Pornos geguckt, ne? Hat man letztens schon die legendären Ja. Palmpartys? Ja. 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 Ja, so halt, ne? Hast du nicht, also ich kenne es ja von früher, ja, also hast du nicht dann, also wenn ich früher Koks gezogen hatte, hatte ich danach halt echt mega Depressionen und habe das verabscheut und habe das bereut. Und also irgendwann, das war mit Crystal genauso, irgendwann stand das Verhältnis zwischen Abklatsch, Selbstdepression und Vorwürfen überhaupt nicht mehr im Verhältnis zu den paar Stunden Wirkung, die du da hattest. Hast du das nicht? Also, oder habt ihr anderes Koks? Ich weiß, was du meinst. Das ist aber bei mir ist es tatsächlich so, dass der nächste Tag dann so ein bisschen im Arsch ist, ne? Je nachdem, wie Aber viel nicht ich gemacht psychisch. habe. Also du machst dir keine Vorwürfe, du bist nicht scheiße drauf und ist halt ein bisschen angeschlagen. Ja, genau, so ein bisschen verspannt, Ja, ne? ja, ja. Oder ja, oder muss man mal was essen, ne? Und dann, genau, dann nach dem Essen geht's schon wieder. Aber man sieht mir das schon an, wenn ich so eine Nacht gemacht habe, ne? Also man sieht mir das schon an, also man merkt mir das auch schon an. Ja, und ich blende das aber auch so ein bisschen aus, ne? Das ist so normal geworden, ne? Aber ist Ja. natürlich, weil ihr schreibt doch gerade Nemrak, Kokain und Alkohol sind voll schlecht für das Herz. Man zahlt dafür einen Preis. Ja. Man zahlt dafür einen Preis. Und ich meine, so einen richtigen Leidensdruck verspüre ich es bei dir nicht, was ja auch okay ist. Also du würdest sagen, es ist bei mir im Alltag installiert, ich mache das 4 bis 5 Mal im Monat. Und das ist okay für mich, oder würdest du sagen, eigentlich gern sein lassen. Ja, also ich nehme mir vor, das sein zu lassen, ne? Irgendwo Also der schon, Wunsch ist ne? schon da. Ja.
Also ich hab ja auch gar nicht so das Problem da drin immer gesehen. So, ich habe dann immer so gedacht, so, ja, okay, ja, ich bin halt ein bisschen durch, ne? Und ich nehme halt ein bisschen was so und ich habe mich halt so und ja. Ja, typisches Banalisieren, um Gas geben zu können. Ja, genau. Ja, klar, weil wenn man sich Ja, und überlegt, dann, also man freut sich ja irgendwie auch da drauf, ne? Irgendwie, aber ich kann aber Eigentlich auch mit. freust du dich nur auf die erste Line. Ja, aber ich kann halt auch, ich finde auch, ich kann halt gut mit Leuten sprechen, irgendwie so. Ich kann irgendwie Das offen konnte mit. ich spät, früher dann nicht mehr. Das, Aha. nee, das, also bei mir war es so, ich weiß nicht, was wir damals für Koks hatten. Also es war jetzt auch nicht die beste Ware. Ja? Ich meine, hier 90er Jahre, Anfang 2000er, Ostdeutschland. Also wenn du da mal wirklich guten Stoff bekommen hast, da war das wirklich eine Glücksgeschichte. Ja. Aber das war beim Crystal bei mir auch so irgendwann. Also, von heute aus betrachtet kann ich sagen, es war vorbei. Es war einfach vorbei. Ja, du hattest jahrelang mit dem Zeug dich rumgeschlagen. Ja, du hattest deine guten Momente. Ja, du hattest Momente, das weißt du selber, die total krass und abgefahren waren. Aber ich finde, du bist jetzt in einem Alter, wo eigentlich so die Ebene reinkommen müsste. War halt eine Phase. Können wir jetzt beenden. Ja. Weiter geht's. Ja, ich hatte dann ja letztes Jahr habe ich dann versucht mit der MPU anzufangen, ne? Genau, Und Toni fragte wegen dem Führerschein. Genau, geh da mal rein. Du hast den Führerschein ja verloren ja, gehabt. ich habe dann angefangen mich mit der MPU zu beschäftigen und dann ja, okay, muss man eine Abstinenz erst machen. Ja, und dann habe ich die Abstinenz angemeldet und dann so, ja, okay, ich nehme nichts mehr, ne? Und dann ja, dann habe ich da auch mit Leuten darüber gesprochen und dann dachte ich immer so, ja, irgendwie so nach 2, 3 Tagen ist es eh raus, ne? So, und dann habe ich mal so irgendwie so ein bisschen heimlich auch was genommen, ne? So, aber die ersten 2 Proben waren negativ. Und ja, ne? Und dann wurde ich das dritte Mal zum Pinkeln eingeladen und dann war die Probe positiv. Auf Koks. Ja. Und ja, dann ist mir halt mal aufgefallen, so irgendwie, ich kann die Finger davon nicht lassen. Ich kann die Finger davon nicht lassen. Also. Toni hat eine gute Frage gerade, warum nur wegen Koks MPU war. Also Alkohol hat keine Rolle in der Phase gespielt. Was wegen der MPU? Ja. Nee, bei mir wurde Koks nachgewiesen. Ja. Ach okay, das weiß man nicht. Also wenn Koks beim Führerscheinentzug nachgewiesen wird, dann wirst du beim MPU-Pinkeltest nur auf Koks getestet. Auf die üblichen Drogen wird man dann getestet. Und wenn ein bisschen Alkohol nachgewiesen werden würde im Blut, wäre das jetzt kein Thema. Also man muss ja Urin abgeben Ja. und je nachdem, was in der Führerscheinakte steht, muss man halt entweder eine Drogen-MPU machen oder eine Ah, Alkohol-MPU okay, oder das sind die zwei Stränge. Alkohol und Drogen. Ja, Alkohol und ja. Drogen-MPU gibt es natürlich auch, Okay, ne? aber bei dir war Ja. es Koks halt damals. Ja, und dann, ja, dann bin ich durch die erste Abstinenz bin ich halt durchgefallen, ne? Weil ich selber was gezogen habe. Und dann habe ich noch eine zweite Abstinenz angemeldet und dann wurde ich da positiv auf Crystal getestet, was durch einen Körperkontakt entstanden ist. Ja. Durch Ja, das erzähl mal, das ist ja ja, Wahnsinn. durch Geschlechtsverkehr mit Das hatten wir doch im letzten Stream schon, kann das sein? ja. Und ja, und dann bin ich das zweite Mal aus der Abstinenz Also, warte rausgeflogen und mal, dann. klären Sie mal auf die Story. Also, hier sind ja auch ein paar Leute drin, die den ersten Stream nicht kennen. Erzähl doch noch mal kurz, wie man eine MPU-Urinkontrolle Crystal negativ getestet wird, wenn man mit jemandem Geschlechtsverkehr hatte, der Crystal zieht. Ja, also chemische Drogen werden durch Körperkontakt, durch Schweiß übertragen. Ja. Also, ja. Also das könnte auch theoretisch sein, dass jemand einen sozusagen damit anschmiert oder so, ne? Oder Ja. man durch schwitzigen Händedruck oder durch Geschlechtsverkehr wird man dann positiv. Das wird alles Also ist feinste Partikel nachweisbar. dieser Droge sind in diesen Körperflüssigkeiten, kann man ja sagen. Ja.
Die tauschen sich natürlich beim Akt aus. Also ich kenne gerade Geschlechtsverkehr ist ja nun die absolute Übertragungsgeschichte, ja. Und dann hattest du Crystal Meth Rückstände im Blut. Genau. Krank. Und ich hatte mir ja vorgenommen, gar nichts mehr zu nehmen und habe auch wirklich einen Monat nicht genommen, bin dann da hingegangen und dann, oh, nee, dann wurde ich da positiv getestet. Und ja, und das war, glaube ich, war das jetzt im Dezember, wo ich den Brief bekommen habe, dass ich wieder aus der Abstinenz rausgeflogen bin. Ja, und auf jeden Fall bin ich halt letztes Jahr dann zweimal durch ein Abstinenzkontrollprogramm durchgefallen. Und ja, dann habe ich mich jetzt aber auch nicht wieder für ein neues Kontrollprogramm angemeldet und habe schön weiter konsumiert, ne? Und weiß auch noch nicht, wie ich das machen soll. Ich schiebe das so vor mich hin und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also, ne? Ja, man müsste halt aufhören zu konsumieren. Ja, aber das gelingt dir nicht. Nee, es ist schwer. Also Toni schreibt noch, du musst wirklich sauber bleiben und Haaranalyse machen. Das ist der beste Weg. Ja, also mir wurde gesagt, dass Haare noch genauer untersucht werden. Also in den Haaren findest du noch genauer die Rückstände als im Urin. Also kann man sagen, du trittst in dem Thema eigentlich gerade auf der Stelle. Ja, und ich habe ja halt, ich sehe halt auch da wo ich arbeite, da sind halt auch Arbeitskollegen, die konsumieren, und zwar auch Leute, mit denen ich privat was mache und so. Und ich wechsle jetzt bald die Arbeit und ja, dann habe ich eine neue Arbeitsstelle in einer anderen Stadt, in einem anderen Ort. Und ja, das ist halt eine Veränderung, ne? Und ja, Eine dann gute denke Veränderung, ich, um vielleicht clean zu werden. nehme ich mir halt vor, das dann weniger zu machen, ne? Ja, ist halt, ich mu muss dann halt auch, wenn ich eine neue Arbeit anfange, muss ich halt da halt auch erstmal ein stabiles erstes Jahr auf jeden Fall hinlegen, ne? Und das nehme ich mir so ein bisschen vor. Wollten wir noch über Tschechien reden? Oder die Ja, Tschechien-Geschichte war das die war. LSD-Geschichte oder war das auch noch eine andere Story? Nee, das war die LSD-Geschichte. Festivalgeschichte, Okay. Okay, also können wir sagen, momentan stehst du eigentlich vor einem Wandel in deinem Leben mit einem Ortswechsel. Ja, genau. Und das siehst du Ja. auch als Chance. Das sehe ich als Chance, natürlich. Ja. Also, das ist irgendwie auch so ein bisschen komisch, ne? Weil eigentlich bin ich schon jemand, der so irgendwie ja, auch das, was ich vornimmt, auch machen kann und so, ne? Ja. Und ja, aber irgendwie die Geschichte ist irgendwie schwierig. Ich weiß auch nicht. Hat sich halt, ich habe halt, ich habe halt, glaube ich, ich habe halt früher habe ich ja halt so Drogen genommen. Also erst habe ich nur ein bisschen gekifft, ne? Und dann habe ich mal so Teile genommen oder so und dann auf den Partys immer so Partydrogen und so, ne? Das war ja so ungefähr so von 2012 bis 2016 war ich so auf Partys und habe so Partydrogen genommen, ne? Dann war ja 2016 hatte ich dann da diesen Unfall, diesen LSD-Nahtoderfahrung da auf dem Festival in Tschechien. Und danach wurde das dann weniger mit diesen psychedelischen Partydrogen, also mit MDMA-Teilen und LSD und so. Pilze habe ich dann nicht mehr so viel genommen, sondern habe ich angefangen, Koks zu ziehen und zu saufen, ne? So war das bei mir, ne? Was Also meinst du damit zu verdrängen? verdrängen. Ja. Was meinst du ist der Grund für diesen Konsum? Ja, dass ich irgendwie. Ja, da ist was, da ist was. Das ist nur gerade, das kann ich dir gerade nicht sagen. Also, es ist Okay. ja auf jeden Fall so, das hat auch irgendwie Du weißt es aber. ja, irgendwie, dass ich mich so wohlfühlen möchte, irgendwie mit dem, was ich mache und einfach machen kann, was ich will, ne?
So, und aber das ist ja halt auch irgendwie ein Trugschluss, weil ohne irgendwie den Konsum, ohne den Konsum, also ich bilde mir halt ein, dass dadurch, wenn es mir halt schlecht geht, wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ziehe ich mir halt einfach was rein, ne? So, und dann, ja, Also dann du hat man halt einfach eine verarbeitest gute das nicht, Zeit. du hältst es nicht aus, du Ja. durchschreitest das Tal nicht, du nimmst Nee. halt die Abzweigung Substanz. Ja. Ja, genau, das ist ja manchmal so ein bisschen anstrengend. Ne? Man hat ja manchmal gute Tage, manchmal schlechte Tage. Ne? Und dann, dann neige ich halt dazu, was zu trinken Den leichtesten und was Weg zu zu gehen. ziehen. Ja, genau, weil das, also so das, die Realität oder das eigene Bewusstsein so ist ja manchmal so ein bisschen anstrengend. Ne? Und das versuche ich damit so ein bisschen Aber so. lässt einen auch wachsen. Ja, genau. Und Formt die auch Persönlichkeit. lässt auch Charaktereigenschaften Das meine ich doch. Also ich finde, du kannst ja, ja nur genau. wachsen, wenn du wirklich Krisen durchschreitest, wenn es halt mal wehtut und du Genau. überwindest das. Dadurch formt sich ja ein Charakter, dadurch formt sich eine stabile Persönlichkeit. Genau, ja. Und das willst du ja eigentlich. Du willst ja dorthin. Und ich meine, du bist ja auf dem Weg dorthin, ja. Was mich so ein bisschen noch interessiert ist, Freundin, Beziehung, was geht da so? Ja, ich habe eine Freundin. Oh, okay. Ja. Wusste ich das schon aus dem letzten Stream? Ich glaube nicht. Ja, habe ich auch gesagt, Hast du habe auch ich auch gesagt? gesagt. Ja, Ja, okay. ja. Und die zieht dann mit in die andere Stadt. Also wir ziehen nicht um, wir ziehen nicht um. Ah, es ist Ich, eine andere Arbeitsstelle nur, ich, okay. es ist einfach nur eine Arbeit, andere Arbeitsstelle. Okay. Ja, ich wollte jetzt aber meine Freundin eigentlich da so ein bisschen Ja, rauslassen natürlich. Entschuldigung, aus dem Konsum. wollte ich jetzt gar nicht dir zu nahe Ja. treten. Okay, eine Beziehung, die läuft gut. Aber das ist ja, ich meine, wenn du in einer Beziehung bist, das ist doch schon eine Stabilität, ist doch schon ein sicherer Hafen. Ja, genau. Ja, und Ja. auch wo ich vorher keine Freundin hatte, so Ja. da hat man sich natürlich gesehnt, so auch nach einer Beziehung Natürlich, ja. und auch halt auch regelmäßig Sex haben und so, ne? Ja, So, ja. also ist ja halt bei Koks und Alkohol Zweisamkeit. auch ein Thema, ne? So, Naja, ja, und aber Koks auf Koks mit der Freundin schlafen fand ich es immer nicht so cool. nee, ist auch ja irgendwie auch Weil, nicht so toll. nee, weil auf Koks ist man halt kalt. Ja, man ist zwar so richtig rallig Ja, irgendwie, aber oder man eben, bildet sich das so nee, ein, man irgendwie, ist keine Ahnung. rallig, Es gibt, aber glaube man ist halt pornorallig. ja, genau. Und eben Und nicht dann, liebesrallig. ja, ich Ja. habe dann halt auch so, wenn ich dann so, habe ich halt auch Mundgeruch, ne, so vom Ja, Alkohol und vom ja, Ziehen. ja, ja. Ja, war die Zeit, das Ruder rumzureißen, oder? Ja. Das schaffst du doch. Ja. Also Toni schreibt noch, das würde ich dir gerne vorlesen. Du musst einen Wandel schaffen und wenn du immer wieder mal was ziehst, dann klappt das auch nicht mit dem Pissen. Und außerdem, denn der Nachweis ist der einfachste Teil, aber der Psychologe wird hat. Ah, okay. Also ich sage mal, die testen das eine, aber dann kommt ja noch so ein Psychologengespräch bei der MPU. Ja, da musst du halt jetzt, ja, Ja, die sind ja nicht die wollen doof. halt, nee, die sind nicht doof, also die Ja, merken das ja, ne? ja, ja. Ja, ja, das weiß ich alles. Ich habe mich da auf die MPU ja auch drauf vorbereitet und alles und habe mich da auch beraten lassen. Aber das mit der Abstinenz, da scheitere ich ja Ja, momentan ja, noch ja, dran, ja, ne? ja. Momentan, So, momentan. ja, Du momentan, schaffst das. ja. Ja, und ich habe mir halt gerne die Videos bei dir angeguckt, so weil ich mich damit ja auch beschäftige, so, ne? Weil, ne, man hat halt immer so Phasen, wo man sich halt auch mal über den Drogenkonsum informiert, ne? Und da finde ich eigentlich deinen Kanal echt richtig gut. Ich finde das richtig spannend, ne? Ich finde viele spannende Geschichten und ich finde, du machst das auch richtig gut, also wie du die Gespräche führst. Also ich finde, du bist richtig gut dafür geeignet, halt als Sozialarbeiter zu arbeiten, ne? Also habe ich schon andere Leute gesehen. Ja, Ich klar. finde, du bist original dafür geeignet. Du machst es bestimmt richtig gut mit den Leuten, die mit denen zu tun hast. Genau, und eben auch hier im Internet. Und mein Lieber, jetzt so mal die letzten 5 Minuten, weil ich denke, also ich merke gerade so ein bisschen, wir sind so am Ende angekommen langsam, ja. Ausblick nächsten 2 Jahre. Was muss passieren? Was wünschst du dir?
Ja, also ich würde das so machen, dass ich versuche, 2, 3 Mal die Woche zu trainieren. Okay. Also mit Sport. Mit Zurück Sport. zum Körpergefühl wieder. Ja, Ja. das Und es setzt ja bringt auch mir. Endorphine frei. Ist auch was für ein Geist, finde ich, Sport. Ja, ich finde, ja, das bringt ein gutes Ja. Körpergefühl, bringt. Man trifft halt Leute, die nur an Sport interessiert sind, ne? Ist Also, wenn mal ich ein da ins anderer Input Fitnessstudio. auch. Ja, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann halt, treffe ich eigentlich nie. Dann sind es eigentlich so nur so ja, reine Sportler. Also gar nicht mal so. Ich treffe da eigentlich gar nicht so diese meine Konsumkollegen oder so. Dieses Konsumumfeld treffe ich da gar nicht. Ist halt eine Ja, völlig und andere so. Bubble. Ja, genau so. Und ja, auf dem Weg versuche ich das zu machen, also dass ich mir wieder so einen sportlichen Lifestyle aneigne, weil wenn man dann halt regelmäßig trainiert, dann kann man sich halt auch nicht immer so reinfeiern, ne? Kann man auch nicht mehr so viel saufen und so, dann ist man ja gar nicht. Ja, so versuche ich das zu machen. Vielleicht auch mal einmal die Woche in eine Sauna gehen, schön ausschwitzen und genau. Was ist dein größter Gegner, Koks oder Alk? Ja, beides. Beides eigentlich. In So, manchmal. Kombination. Ja. Manchmal ist dann auch beim Einkaufen, ne? Ich gehe einfach nur einkaufen, so Lebensmittel einkaufen oder so, und dann kaufe ich mir halt irgendwie auch mal so irgendwie eine Jack Daniels Dose oder so, ne? Und zisch Und die nach dem Einkauf gleich mal rein. ja. Okay. Ja, das ist dann oft der Starter, ne? Ja. Ja, das ist, ja, Ja. leider Gottes, ja, das ist dann der erste Schritt Ja. zum Kontrollverlust. Ja. Ja, also ich denke mal, mein Weg wird sein, wieder richtig eine Freizeitaktivität zu haben im Sinne von Sport oder Lern doch mal ein ja, Instrument, Sport. Gitarre. Ja, ich habe ja früher auch Instrument gespielt. Ich habe 10 Jahre Schlagzeug gespielt. Na bitte, ich auch, ich bin auch Schlagzeuger. Let's go! Ja, das ist aber auch schon wieder eine andere Geschichte. Also ich spiele jetzt kein Schlagzeug mehr. Ich bin aber noch Musik interessiert. Aber ich spiele tatsächlich aktiv gerade kein Schlagzeug mehr. Schade. Und das auch schon seit Jahren nicht mehr. Schlecht. Dranbleiben. Ja, also Musik bin ich interessiert. Vielleicht kommt da auch irgendwas. Und ja, also ich habe. Eigentlich hast du doch alles vor dir liegen. Ja, ich führe auch kein schlechtes Leben. Mir geht es eigentlich ganz gut. So, also, ne, was ich sagen möchte, ist, so, ja, weiß ich auch nicht. Also, so schlecht geht es mir eigentlich gar nicht. Ne? So, aber natürlich auch auf lange Sicht so ein gesundheitlicher Aspekt, wenn man so viel Alkohol trinkt. Na, Ne? ich sag mal so, diese Rückfälle, diese Kontrollverluste, sie nerven einfach nur noch. Ja, Es nervt doch ja. einfach. Es ist so eine Krücke geworden. Nervt doch Ist nur. eine Krücke, Es ist ja. eine Krücke. Fetzt nicht. Ist eigentlich Ja. vorbei. Schleppst du noch mit dir Ja. rum. Zeit abzulegen. Ja. Ja, ich kenne halt auch viele, die früher jahrelang konsumiert haben, heute nicht mehr machen. Oder kenne halt auch welche, die wirklich über Jahre immer noch konsumieren. Ja, also mit denen spreche ich halt auch, ne? So. Und also bei mir wäre es dann so, dass ich dann wirklich halt kein Alkohol und keine Drogen mehr, ne? Also ich müsste, weil ich das so kombiniert habe, ich müsste dann wirklich, Ziemlich clean müsste dann durchs Leben wirklich gehen. ziemlich clean durchs Leben gehen. Und selbst wenn ich zum Beispiel was trinken würde, dann dürfte es eigentlich nur ein Bier sein oder ein Glas Rotwein, Und aber that's it. kein Schnaps. Ja, genau, das ist es. Genau, ne? Das ist es. Ein Bier mal zu einem Wiener Schnitzel und das war's dann aber. Genau, ja, genau so. Ja, Ja, ja. Ein schönes Weißbier oder so, wenn man mal genau. an einer Gaststätte ist oder so, ne? Ja. Ja, Als Genuss aber und nicht so. als Missbrauch. Ja, so Schnaps gar nicht oder so, ne? Ja. Ja, aber ja, so stelle ich mir den Weg vor und ich denke doch, das ist machbar. Ist es? Ist es? Ja. Toni schreibt, Also, willst du euch noch ein paar Comments von Toni vorlesen? ja, bitteschön, Ja, ja. mach einen Vorbereitungskurs, das ist die halbe Miete, der kostet zwar Geld, aber da sehen die, dass du es ernst meinst. Erster Kommentar. Zweiter Kommentar, viel Erfolg und Kraft, du musst sauber bleiben, dann schaffst du auch die MPU. Alk wird die größte Überwindung, bin jetzt seit 6 Wochen weg vom Bier.
Ja. Es ist möglich. Alright, mein Lieber. Wie wollen wir verbleiben? Ich würde fast sagen, wenn du denkst, ich muss wieder mal mit hier dem lieben Sebastian auf YouTube reden, dann meldest du dich bei mir. Ist das ein Deal? Ja, Ja. also dieses Mal habe ich mich gar nicht darauf vorbereitet, so richtig. Also ich habe mir keine Gedanken gemacht, was ich erzähle, sondern ich dachte mir einfach so, ja, Na okay, klar, alles war doch klar, du voll erzählst okay. das. Und wir haben doch viel So, rausgefunden. Wir haben doch viel rausgefunden. Weißt du? ja. So, vielleicht fällt mir jetzt in der nächsten Zeit mal was ein, was ich noch unbedingt erzählen möchte. Also dein Kanal hat ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor, meine ich, ne? So, also da sind Ja. ja so, also Leute klicken ja die Videos auch, weil sie halt eine Story hören Ja, wollen, ne? Also aber so. aber ich fand das heute einfach mal einen ganz gediegenen, ja, Real Talk. Also ich meine, wir haben ja auch über dich geredet und ich denke, und ich meine, klar, es gibt Videos, wo die Leute draufklicken, weil da steht Mumifizierung und BDSM oder weil meine Dealerin ist komplett crazy, ja. Ja. Aber das ist nicht die Ausrichtung dieses Kanals. Also die Ausrichtung dieses Kanals sind auch solche Gespräche wie jetzt, die ja fast schon, wie du es vorhin schon sagtest, sozialarbeiterisch sind. Ja, man setzt sich Ja, und halt das finde ich hin, auch gut. genau, man Ja. setzt sich halt mal ganz unaufgeregt hin, ohne jetzt hier irgendwelche super krassen Stories zu droppen, sondern man redet einfach mal übers Leben, über das, was gerade los ist. Und ich denke, du und auch wir alle anderen hier haben da schon einen Mehrwert draus gezogen. Ja, denke ich auch. Na klar. Gut, mein Lieber. Noch ein paar letzte Worte an die Community. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Fällt mir Genau. jetzt auch nicht Auf so viel bald. ein. Also, wir haben ja lange gesprochen. Ich denke mal, die Leute können da ein bisschen was draus ziehen, so aus den Worten so. Und ja, passt auf euch auf, ne? Seid vorsichtig, das geht schneller als man denkt. Oder man macht sich da gar keine Gedanken und dann nach Jahren merkt man es erst, ne? Wie es sich eigentlich eingenistet hat. Ja, dieses Verhalten, ne? Ja, Dieses ja, Verhalten. ja. Ich, ja. Alright, mein Lieber, dann würde ich sagen, bleibst du noch kurz in der Leitung. Und mein Lieben da draußen, wir sehen uns morgen 11 Uhr wieder mit, ich kann es jetzt mal droppen, Charlene ist wieder zu Gast. Charlene, erster Streamtitel war Ich war sexsüchtig. Charlene, vielleicht schaltest du morgen auch ein, mein lieber Ben. Morgen um 11, werden wir sehen. In diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Peace out. Mein Gott.